der BMW 2002 Ti als Bergrennwagen. Das technisch herausragende Merkmal ist die mechanische Benzineinspritzung von Kugelfischer. Deren Vorteile wie Drehzahlfestigkeit, Präzision der Einspritzmenge und Gemischdurchsatz machten das System besonders für Hochleistungsmotoren interessant. Erstmalig wurde sie bei dem Mercedes 300 SL Flügeltürer als Direkteinspritzer verbaut und später im Porsche 911 und BMW 2002 TDI mit 130 PS. Als Bergrennwagen aufgebaut, wurde er mehrfach bei den Schauinsland Bergwertungen eingesetzt. Die Schauinsland Bergrennstrecke hat 6,6% Steigung und ist insgesamt 11,2 Kilometer lang. Historische Fahrzeuge haben wunderschöne Armaturen, aber wie genau informieren sie über den Zustand der Aggregate? Die Lösung ist das Hoods-Sensorsystem, das unauffällig im Fahrzeug verbaut wird und die Anzeige erfolgt direkt aufs Handy ohne optische Eingriffe in das Fahrzeug. Das Hoods-System bietet die genaue Überwachung von Öldruck, Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Drehzahl und Geschwindigkeit können digital genauer gemessen werden. Lambda-Werte helfen, Vergaser und Einspritzsysteme optimal einzustellen und vermeiden Überhitzungsschäden durch zu mageres Gemisch oder Ölverdünnung durch zu viel Kraftstoff im Öl. Und digitale Instrumente in einen Oldtimer einzubauen, das ist auch nicht optimal. Dieser BMW 2002 wurde 2011 in Süddeutschland gekauft, technisch und optisch überholt und für den Straßenverkehr tauglich gemacht, ohne den Charakter des Bergrennwagens zu zerstören.